So sieht meine Holsteinaufstellung aus. Es ist echt ein geiler Kader. Das hätte ich vor 2, 3 Monaten nie gedacht, aber man hat gerade offensiv richtig die Qual der Wahl. Allein schon bei der Frage der Formation. Am liebsten würde ich ein 3-3-4 spielen. Das ist natürlich ein bisschen quatschig. Deswegen habe ich mich für ein 4-3-3 entschieden. Im Tor wenigstens eine leichte Entscheidung. Für mich ganz klar Thomas Dähne. Links Tom Rothe, rechts Timo Becker. Die Außen, das sollte klar sein. In der Innenverteidigung bin ich mit Kalle Johansson und Patrick Erras gegangen. Man kann natürlich Komenda noch reinwerfen. Ich bin ja ein riesen Colin Kleine-Bekel-Fan. Ich hoffe, der kriegt irgendwann seine Spielzeit. Der Sechser ist direkt Neuzugang Marko Ivicic aus Serbien. Ich glaube, das ist ein richtig guter Mann. Der kann was, der macht die Sechs. Davor oder daneben Holtby und Sander. Die drei Offensiven. Ich habe mich entschieden. Links Simakala, rechts Ribski und in der Mitte Machino. Aber da ganz, ganz knapp kannst du auch Pichler hinstellen. Weiß ich nicht. Vielleicht würde ich erstmal jetzt nächste Woche mit Pichler spielen, weil Machino.